Hallo und herzlich willkommen zum neuen Let's Play von mir über das Spiel Forza Fatherland. Ein Tower-Defense-Spiel aus dem Zweiten Weltkrieg. Kostet auf Steam 3,99 €. Wir sind momentan noch im Early Access. Schauen wir mal schnell ganz kurz hier rein. Ich glaube, ich werde den Sound trotzdem noch ein bisschen leiser machen, was für mich recht laut ist. So, müsste reichen. Steam-Bewertung steht. Wir haben momentan zwei Karten im Early Access. Es wird auf jeden Fall noch bis zu drei Maps noch dazukommen. Karentor auf jeden Fall steht drin und zwei noch mit Fragezeichen. Also werden wir mal gucken und es müssen auch mal schauen. Warte mal, okay, auf welcher Seite wir spielen dürfen. So wie es auf jeden Fall hier ausschaut auf deutscher Seite. Komm, wir schauen uns mal oben an. To defend the Fatherland. Jawohl. Also, wir werden auf jeden Fall die Deutschen spielen. Die Gegner sind am Strand gelandet. Scheiße! Es sind so viele von ihnen. Warte mal, wir werden... Ich glaube, ich muss aber trotzdem nochmal... Ja, okay, also wir können nur die Einheiten an bestimmten Markern positionieren. Das werden wir auf jeden Fall hinkriegen. Ah, ich glaube, das Sound müsste eigentlich passen, oder? Trotzdem mal noch ein kleines Stück. So. Jetzt warte mal, der Gegner kommt. Na, muss er trotzdem die Musik mal noch ein bisschen leiser machen. So, der Gegner kommt von hier. Also hier sind die Linien, wie er langlaufen wird. Eins von 25. Wir können zwar rauszoomen, aber nicht mehr weiter. Okay, er hat vier Strandabschnitte, von wo er kommt. Wir lassen die jetzt mal spawnen. Ah, scheiße, wir waren dann mit dem Spawnen doch ein bisschen zu früh. Boah, die anderen sind schon sehr weit. Ja, da waren wir, wie gesagt, wirklich zu früh. Müssen wir hier... Ja, okay, also, wir müssen nochmal anfangen. Da waren wir ein bisschen zu früh. Kein Problem. Also diese Positionen müssen wir verteidigen. Einmal hier unsere Stuka. Vielleicht ist das hier wie ein Kommandoposten. Die Bunkeranlage. Und hier auch die Bunkeranlage. Oh, wir können sogar Minen platzieren. Was kostet die? 10. Das machen wir jetzt mal. Ich würde sagen, wir hauen die hier hin. So. Dann machen wir mal unsere normalen Gewehrschützen. Hier ein MG-Schütze. Na, das Problem ist natürlich, dass er... Okay, der könnte das hier abdecken. Ja, dann machen wir den hier rein. Leutnant. Warte mal, Boosting. Okay, der verstärkt die Moral der Einheit, ne? Unseren Gewehrschützen werden wir auch hier noch einen mit hinbringen. Okay, dann glaube ich hier einen Gewehrschützen. Gewehrschützen. Ja, aber wenn ihr seht, für unseren MG-Schützen, den müssen wir wirklich sehr, sehr nah hier an dem platzieren. So, und dann bräuchten wir auf jeden Fall noch welche im Hintergrund. Da haben wir mal vorsichtshalber die Mine hin.
da zum Beispiel unseren MG-Schützen. Achso, halt, wir haben ja keine Credits mehr. 10 Stück, so. Das war's, dann könnten wir jetzt mal spawnen. Jetzt bin ich mal gespannt. Hier bräuchte man auf jeden Fall noch einen Gewehrschützen. Der kann auf jeden Fall dann beide Seiten hier abdecken. Oh. Ah, hier kommt er durch. Schnell, schnell, schnell. Perfekt. Also wir brauchen auf jeden Fall hier eine Absicherung. Aber so viele Punkte haben wir ja nicht. Die zweite Welle startet. Jetzt warte mal, wir hauen hier einen zweiten Gewehrschützen hin. Hier nochmal eine Mine. Also so viele Positioniermöglichkeiten haben wir halt hier gar nicht. Ja, da müssen wir halt aufpassen. Das Problem ist natürlich, dass hier die Leute für unseren Gewehrschützen viel zu weit weg sind. Da steht gar keiner im Moment. Da können wir noch einen aufstellen. Da machen wir unseren MG-Schützen hier. Sound hört sich wirklich sehr, sehr gut an. Ich glaube, wir stellen mal lieber hier einen auf. Hier drüben kommen immer mehr. Ein bisschen zu viele. Warte mal, hier steht ja einer. Okay, na, da kommen sie durch. Warte mal, hier meine Mine rein. Hier auf jeden Fall schon mal ein bisschen die Stärke der Einheiten rausnehmen. Da können wir MG-Schütze reinhauen. Und hier eigentlich auch einen MG-Schützen. Oder hier zum Beispiel. Haben aber die Punkte nicht dafür. Schaut sehr gut aus. Warte mal, wir hauen jetzt hier mal, haben wir die Punkte? Ja. Ah, wir können auch noch einstellen, welche Gegner er die stärksten, die nähersten verschieden upgraden. Wir können auch noch alles machen. Wir machen jetzt einfach die nähersten an unserer Position. Sekunde. Ah, okay, das habe ich natürlich jetzt noch nicht gesehen gehabt, aber wir können hier. Jetzt wenn wir hier upgraden. Na, wir graden jetzt lieber mal ab. Den haben wir jetzt hier erstmal verkauft. Machen hier unseren MG-Schützer rein. Okay, also wir haben den Verlust von 10, wenn wir ihn verkaufen. Das macht nichts. Oh, warte mal, da sind sie schon ziemlich weit. Ne, das passt. Jetzt warte mal. 60. Wir graden ihn ab. Aber erhöht sich dadurch der Radius. Da habe ich jetzt gar nicht aufgepasst. Ah, zwei sterben durch die Mine. MG-Schütze. Gewehrschütze, warte mal, jetzt müssen wir mal hier drüben schauen. Oh. Nein, der kommt durch. Shit. Hat er noch? Nein, er hat ihn noch erwischt. Das war knapp. Also wir müssen hier drüben auf jeden Fall ein bisschen aufwerten. Machen wir hier mal ein Upgrade. Da müssen mehr Einheiten hin.
Warte mal, jetzt stellen wir mal hier vorsichtshalber die Mine auf. Oh, die Leute werden immer mehr. Warte mal, Mine. Ne, einer läuft in die Mine. Okay, der ist nicht durchgekommen. Jetzt schauen wir mal schnell hier. Ah, hier müssen wir dann, glaube ich, trotzdem ein bisschen mehr Leute aufstellen. Jetzt warte mal. Dann können wir alles upgraden. Upgraden 60. Da reichen unsere Punkte nicht. Der kostet 100 zum Upgraden. Warte mal, dann müssen wir die auch gleich upgraden hier hinten. Haben wir da eigentlich noch einen MG-Schützen hier? Nee. Ach so, wir dürfen gar keinen mehr aufstellen. Okay. Also die haben wir auf jeden Fall alle abgegradet hier. 20. Ja, der kostet schon 60, ne? Oder mal. Dann stellen wir lieber hier einen auf zur Absicherung. Genauso wie hier. Ja, wir haben hier wenig Positionen, um Einheiten aufzustellen. Fällt mir gerade so auf. Also dann und hier lieber noch einen Kommandanten. Upgrade. Alle upgraden. Stellen wir eine Mine auf. Wie viele Punkte haben wir denn? Okay, da können wir mehr aufstellen. Werden wir auch hier drüben brauchen. Damit hier nicht so viele auf einmal durchkommen. Kommandant können wir auch nicht mehr aufstellen. Es gibt eine bestimmte Anzahl. Boah, shit. Nein. Einer ist durchgekommen. Schieß. Hey, warum ist denn der so groß? Ach, wir haben ja hier noch unseren... Ja, okay. Da hätte man natürlich vorher auch mal uns erstmal ein bisschen schlau machen müssen. Können unsere Einheiten überhaupt sterben? Schaut nicht so aus. Warte mal. Flammenwerfer. Dann haben wir hier unseren Sniper. Da haben wir unseren Mörser. Komm, den haben wir mal hier hin. Wait, one moment. Aber wo sehen wir jetzt? Ach, hier oben sehen wir es. Ich weiß nicht, nimmt einer 5 Punkte oder nur einen Punkt, wenn er durchkommt? Da haben wir unseren Flammenwerfer. Warte mal, den müssen wir eigentlich dann hier hinten einsetzen, würde ich sagen. Den verkaufen wir mal. Aber eine Einheit war doch gerade verdammt groß, finde ich. Was kostet der zum Upgraden? Okay, da gibt es kein Upgrade. Jetzt bin ich mal gespannt.
Ah, okay. Also da können wir eine Einheit sofort töten. Ja, das wäre natürlich gut, wenn einer hier durchkommt. Wäre gut, wenn man hier Notfallsmine noch aufstellen könnte. So, hier ist ja überall belegt, da auch. Na doch, kriegt er hin, oder? Vielleicht mal noch einen Gewehrschützen. Den haben wir auch. Also auf jeden Fall viel mit Minen arbeiten. Würde ich sagen. ...14 von 25. Sniper. Okay, wir haben natürlich jetzt keinen Platz mehr für einen Sniper. Dann müssen wir halt hier einen verkaufen. Warte mal, Upgrade to Sniper. Doch, das machen wir. Komm, schau nicht nur zu. Stacheldraht. Da eine Mine. Ich denke halt, Stacheldraht wird dafür sein. Ach, wir können die Mine sogar upgraden. Ich denke mal, dass er dann vielleicht mehr Schaden macht. Oh, jetzt wird's eng. Ja, ich warte schon. Mach hin. Na, er kommt da durch. Ja, wir können unsere Minen upgraden. Ganz schön hektisch hier im Spiel. Okay, der Stacheldraht hält halt einfach nur die Leute auf. Geschwindigkeit der Gegner verlangsamen. Haben wir die schon abgegradet? Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Ja. Passiert aber auch nicht die Welt hier. Also tötet auch nur einen. Ja, das müssen wir dann wirklich hier vorne machen. Ach so, für manche Einheiten reicht dieser Schaden der Mine nicht. Okay.
jetzt natürlich schon. So, es kommen immer mehr Einheiten her. Jetzt warte mal. Craten wir mal ab für einen Sniper. Dann den Sniper dazu. Also seitdem ist ja keiner mehr durchgekommen bis jetzt. Die lassen wir mal. Und hier werden wir verlangsamen. Oh, 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 oh. Oh, und auch hier. Komm, den schaffst du. Dürften sie ja nicht weiterkommen. Komm, den verkaufen wir jetzt. Hau mal lieber Minen hin. Hier drüben bräuchten wir ein bisschen. Wir raiden jetzt mal unseren Leutnant hier auf. Warte mal. Dann mache ich mal unseren Mercer wieder. Schafft es unser Flammenwerfer? Na okay, da haben wir ja unseren. Warte mal. Da könnten wir ja noch. Da könnten wir ja zwei Sniper hinstellen dann. Nochmal. Genau. Machen wir hier Sniper draus. Vorsichtshalber. Machen wir hier Minen aufstellen. Die Minen stehen noch. Machen wir mal ein Upgrade. So schnell sind wir nicht. Da haben wir alle Sniper. Warte mal, hier machen wir noch einen Sniper draus. Machine Gun Upgrade. Boah, sind die hier. Dann Sniper. Aber ich glaube halt, dass die der Schuss ewig braucht vom Sniper. Ich kann mich da jetzt nicht hinstellen und zuschauen, bis der mal schießt. Dann mal, hier ist noch einer frei. Machen wir hier einen Sniper. Oder mal hier. Ja, der braucht ewig, bis er schießt, der Kumpel. Ach, Scheiße. Nein! Nein! Ja, also es ist ein Punkt. Das heißt, wir haben 9 Leute durchgelassen bis jetzt. Also wir bräuchten, ich finde, wirklich mehr Positionen, um Einheiten aufzustellen. Weil unsere Einheiten, finde ich, nicht allzu gut sind, um die aufzuhalten. Die guten Einheiten haben halt nicht wirklich eine gute Reichweite.
Ach, ich habe daneben geschossen. Was mache ich denn? Boah, hier kommt der nächste durch. Bitte. Ihr seht schon, ihr habt hier wirklich nur noch zwei Einheiten. Da habt ihr eine und hier vorne. Aber die können irgendwie so viel einstecken. Da können wir verschneller. Haben wir jetzt hier irgendwas noch? Lassen wir hier mal ein bisschen schneller laufen. Ich hoffe halt nur, dass wir wenigstens... Oh, der ist ein bisschen zu schnell, glaube ich. Dass wir hier die Wellen wenigstens noch überstehen. Jetzt warte mal. Hier machen wir die Rauchgranate hin. Ah, den werden wir da vorne einsetzen. Ja, ihr schaut hin, wie die hier durchkommen. Ich glaube, hier bräuchten wir noch welche. Jetzt warte mal, da werden wir auch mal einen Sniper machen. Aber ich denke trotzdem, dass die viel zu langsam schießen. Und ich finde, das Upgrade bringt irgendwie noch nicht zu viel. Kann aber auch täuschen. Aber ich kann mich ja nicht um alle Positionen hier kümmern. Wir könnten mal gerade mal schauen, dass wir an einer Linie bleiben würden und immer wieder Minen aufstellen. So wie hier zum Beispiel. Oh, und vor allem, wenn man dann aber auch noch daneben schießt. Hey, jetzt wird's eng. Schaut mal hin. Oh oh. Fünf Mann dürfen nur noch rein. Warte mal, lebt da noch einer? Nee. Ich glaube, ich stelle jetzt mal hier erstmal die Minen auf und dann schaue ich lieber mal auf die linke Seite. Da, glaube ich, kommen die meisten Leute durch. So, jetzt müssten sie es doch eigentlich schaffen hier. Aber da kommt, jetzt brechen sie hier drüben durch. Lass mal gucken. Nein. Töte den. Ach, da ist auch wieder so ein großer. Ich glaube, das sind dann irgendeine bestimmte Einheiten. So. Jetzt komm. Nein, wir haben es in der letzten Runde haben wir es nicht mehr geschafft. Jungs, schaut hin. Boah, das ist krass. Wir haben Defeat. Ach nein, die müssen hier drüben rein. Dann haben wir noch eine Chance. Komm, Sniper, warum braucht ihr so lange? Ach, der gibt mehr Punkte. Wir haben in der letzten Welle verloren. Also ihr seht schon, das Spiel ist nicht einfach. Wir haben nicht viele Einheiten zum Einsetzen. Aber wie gesagt, wir wollen jetzt mal noch nicht meckern. Early Access, versteht sich. Wir können wenigstens schon mal ein bisschen ins Spiel reinschauen. Aber die Soundkulisse vom Spiel finde ich schon geil. Auch mit den ganzen Einschlägen und so weiter. Ich werde es auf jeden Fall weiterhin im Auge behalten. Und... ja, wir können ja mal die andere Map anspielen. Ich bin aber trotzdem noch beim Überlegen, ob ich nicht noch ein bisschen warte. Müssen wir mal gucken. Was haben wir denn hier? Ach, da haben wir Units. Wehrmacht, Landmine. Da haben wir unseren Stacheldraht. Damage 5, 7. Reichweite ist 25. Jetzt warte mal, haben wir hier... Das kann natürlich der Upgrade-Typ sein. Also wenn 5 Normal-Damage, mit Upgrade haben wir 7. Leutnant hat 2 Schaden.
Schaut hin. Die Abklingzeit 20. Aim Speed 30. Das dauert natürlich schon ein bisschen. Enemy. Der normale Gewehrschütze hat 10 Leben. Okay, also seht ihr schon, da müssen wir mit unseren normalen Gewehrschützen auf jeden Fall schon mal zweimal drauf schießen. Das müsste genau der Gewehrboss sein, dieser große. 70 Leben, also der braucht natürlich einiges. Naja, können wir gespannt sein. Also, ich würde auf jeden Fall sagen, Sniper werden wir erstmal lassen, weil die Schussgeschwindigkeit finde ich ein bisschen zu hoch. Also da muss man zu lange warten, bis hier der nächste Schuss kommt. Machine Gun wirklich nur noch aufstellen, wo es wirklich eng zu ist und wo sie viel im Radius erwischen können. Und da würde ich sagen, ja, Flammenwerfer dann erst wieder einsetzen, wenn unsere Machine Gun aufgebraucht ist, weil der Schaden ist auch nicht wirklich höher. Ja, würde ich schon sagen. Und wie gesagt, Leutnant macht halt auch nur 2 Schaden, ist halt auch nicht die Welt. Er erhöht auf jeden Fall die Reichweite um 25%. Erhöht die kritische Chance und Damage. Und die Abklingzeit wird verringert. Dass wir vielleicht doch mehr Leutnants aufstellen. Müssen wir mal gucken, dass wir die wirklich genau in der Mitte platzieren. Wo es eh schon ein bisschen knapp ist mit der Trefferreichweite. Dass wir die ihn dann vielleicht hier reinhauen. Ja, werden wir sehen, Leute. Ich werde jetzt noch ein paar Updates abwarten. Und dann werden wir uns hier die Spielnummer anschauen. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. This could be us. So back to what I was saying. Could be us.